Herzlich willkommen im Biohacker-Podcast. Mein Name ist Nicole Pilch. Heute darf ich einen Fermentationsexperten im Interview begrüßen. Er hat 2015 zusammen mit einem Freund das Unternehmen Ferment gegründet. Mit Hilfe von Mikroorganismen fermentieren sie seither die unterschiedlichsten Lebensmittel, vom Kombucha bis hin zum veganen Käse. Ich bin gespannt, was wir heute erfahren werden und freue mich auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Paul Seelhorst. Hi Nicole, danke für die Einladung. Ich freue mich. Gerne, ich freue mich auch, dass du Zeit gefunden hast. Lass uns doch mal mit der Frage starten, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du mit deinem Kumpel Leon zusammen überhaupt die Firma Ferment gegründet hast. Ja, das war so eine Kaskade, die sich ergeben hat aus einer persönlichen Gesundheitskrise, die ich Mitte, Ende 20 hatte, wo es mir super schlecht ging, ich diagnostiziert wurde mit so einer sogenannten Histaminintoleranz, und nichts mehr wirklich verdauen konnte. Ich konnte auch nichts mehr richtig essen. Ich hatte dauernd Durchfall, war aufgebläht, hatte Migräne, hatte Herzrasen, nachts konnte ich nicht schlafen, tagsüber total müde und ja, war ganz übel die Zeit. Und dann dachte ich, das kann alles nicht sein. So, ich habe zwar einen Job gehabt, wo ich richtig gut verdient habe, der aber auch sehr stressig war. Und dann dachte ich, boah, ich lasse jetzt alles stehen und liegen und widme meine Zeit 100% der Suche oder ja, dem Finden der Ursache von meinen Problemen. Ich war schon bei etlichen Heilpraktikern, Ärzten. Ich habe schulmedizinische Studien mitgemacht, habe Spritzen bekommen, 3 Jahre lang, jede Woche. War beim Homöopathen, Akupunktur, Osteopathie, alles gemacht, ja. Hat alles nichts wirklich nachhaltig geholfen. So ein bisschen akut, ja, so, ne? Aber nicht die Ursache. Und jedes Mal, wenn das Jahr neu begann mit Allergiesaison, hat es mich voll weggehauen. So. Und dann habe ich mich so ein bisschen beschäftigt mit dem, ja, evolutionären Gesundheitsthema. Also Paleo, war damals alles in Englisch noch die Literatur. Ich habe mir viele Podcasts angehört, Blogartikel gelesen, Bücher gelesen, und ja, mich einfach vernetzt mit den Leuten, die das hier schon gemacht haben. Unter anderem war einer davon dann auch Jannis, einer der Gründer von Primal State. Und also wir kennen uns auch schon eine ganze Weile und habe dann die Paleo Convention damals gegründet. Die haben wir 3-mal stattfinden lassen in Berlin. Am Ende hatten wir 5.000 Besucher, hatten auch da ein Symposium mit Ärzten, Heilpraktikern, Wissenschaftlern, Coaches und so weiter, die da vorgetragen haben. Und ja, hatten dann auch einen eigenen Kombucha-Stand auf unserer eigenen Messe. Und weil wir dachten, wir wollen da ein paleokonformes, gesundes, leckeres Getränk haben, was auch noch am besten lebendig ist mit lebendigen Mikroben. Und alle haben es auch gefeiert aus der Paleo-Szene und Low-Carb-Szene und Keto-Szene, weil es, egal wie streng die Ernährungsform, auch Rohkost und so, diese Fermente haben überall ihren Platz. Ja, und dann haben wir es gemacht und so hat die Geschichte angefangen. Und Paleo hat bei mir extrem geholfen. Also meine Darmbeschwerden waren nach 3 Tagen besser. Eigentlich alle Symptome waren nach einem Monat verschwunden. Und dann kam noch dazu, dass ich mehr Energie hatte, bessere Laune, schlanker wurde, mehr Muskeln aufgebaut habe. Und auch, ich habe eine Brille getragen früher und die brauchte ich dann auch irgendwann nicht mehr. Also es war Wow, total krass. abgefahren für mich. Dann dachte ich so, boah, krass, ey, was für einen Einfluss das hat. Und irgendwie gab es nicht viel dazu. Und dann dachte ich so, irgendwie muss ich. Also ich habe dann so den Mut geschöpft, auch so jetzt mich selbstständig zu machen, weil ich diesen Hebel gefunden hatte. Krass, wenn ich diesen Hebel umlege und das befolge, dann habe ich diese Probleme nicht mehr. Und es hat mir so viel Selbstbewusstsein und Kraft gegeben, dass ich dachte, jetzt kann ich mich auch selbstständig machen und wache nicht jeden Morgen auf, bin voll gerotzt und kann nicht richtig atmen und Augen angeschwollen und so. Ja, und dann habe ich das getan und dachte, ich muss was aufgrund dieser Basis, dieser evolutionären Gesundheitsbasis gründen. Und das habe ich dann halt auch gemacht. Und ja. Mega cool. Ja, so hat das ja bei Primal State auch angefangen. Das war ja auch eben, dass Janis ähnliche Beschwerden hatte und auch aus diesem Grund, aus dieser Motivation dann diesen ganzen Lifestyle ins Leben gerufen hat. Das sind eigentlich immer die Ja. schönsten Geschichten.
Heißt, du ernährst dich bis heute Paleo? Ja, tue ich. Ich mache hier und da mal so kleine Ausflüge in Richtung Weston A. Price. Das war ja dieser Zahnarzt, der damals diese unfassbar geilen Studien und Bücher geschrieben hat, zu evolutionär lebenden Völkern oder ursprünglich lebenden Völkern, die alle so gesunde Kiefer hatten, kein Karies, keine Autoimmunkrankheiten, keine Allergien, gerade Zähne, perfekt gesund. Der war ja fasziniert davon und hat das alles auch noch fotografisch begleitet. Und viele zitieren das auch, wenn sie über Paleo reden, ne? Diese Arbeit von ihm. Und bei Weston A. Price ist halt auch so, dass fermentierte Nahrungsmittel, auch wenn es diese Nahrungsmittel sind, die man meidet bei Paleo, wie zum Beispiel Getreide, Hülsenfrüchte, reine Milchprodukte oder so, dass die da einen Platz haben. Und zwar dann, wenn sie traditionell zubereitet sind, also eingeweicht, fermentiert, gekeimt, da ordentlich lange durchgekocht oder alles auf einmal oder mehrere davon. Ne? Ja, Und die Fermentation ist halt eine Technik. das ist der Kern von dieser Arbeit. Oder kannst du die Ernährungsweise nochmal beschreiben? Von dem Weston A. Ja, Price? im Grunde ist es Paleo-Ernährung plus fermentiertes Getreide, also Sauerteigbrot oder gekeimtes Getreide und gekeimte Hülsenfrüchte, die dann weiterverarbeitet werden oder fermentiert werden. Ja, wo, also so saure Haferflocken zum Beispiel oder so. Ne? Also das ist dann sogar ketogen in dem Moment, wo es so sauer wird von der Fermentation her, dass der Zucker so weit abgebaut wird, so viel Säure da ist, die auch den Blutzuckerspiegel reguliert. Das ist bei allen Fermenten, wenn man fermentiert, kommen wir bestimmt gleich zu. Und Pflanzengifte werden abgebaut, es entstehen neue Nährstoffe, Nährstoffe, die drin waren, werden besser bioverfügbar. Es entstehen bei vielen Fermenten, wenn sie jetzt nicht gerade gebacken werden, wie ein Sauerteigbrot, natürlich auch lebendige Mikroorganismen in großen Mengen, die man dann zu sich nimmt, die gut für den Darm sind. Präbiotika und so sind da drin und einige Probiotika, genau. Ja, cool. Wenn wir nochmal jetzt kurz zur Fermentation gehen, das ist ja auch eine Herstellungstechnik, die schon unfassbar alt ist, ungefähr 8000 Jahre alt. Der Grund, warum die Menschen das früher gemacht haben, ist das, weil die Lebensmittel konservieren wollten? Genau, das war der erste Hauptgrund, warum man es gemacht hat. Man hatte ja damals nicht die Möglichkeit, gut zu kühlen. Also man konnte irgendwie Sachen vielleicht in den Keller stellen oder vergraben im Boden. Aber ansonsten war es schwierig, Sachen kalt zu halten. Und dann hat man halt, wenn man eine große Ernte hatte von Kohl oder so, dann hat man einfach dafür gesorgt, dass man die haltbar macht, indem man sie eingemacht hat. Also man hat die klein geschnippelt, mit Salz eingerieben, ein bisschen durchgestampft und massiert und dann in große Gefäße reingetan, wo drin sie dann fermentiert sind. Auch beim Pyramidenbau gibt es Aufzeichnungen, dass die Menschen damals schon so eine ja, alte Form von Bier quasi getrunken haben, die ersten Formen von Bier, was dann eher ein Sauerbier war und so 1% Alkohol nur hatte. Und einfach aus ja, Getreidewasser quasi gemacht wurde oder gekeimtem Getreidewasser und auch probiotisch war. Und dann irgendwann kam Sauerteigbrot und dann kamen so Gemüsefermente. Natürlich irgendwann kam dann auch Wein, was aus Traubensaft, wo Hefen dann aktiv wurden. Also man hat ja, wenn man eine Traube hat, dann sind ja immer diese weißen Schlieren da drauf und man denkt, ah, das ist irgendwie dreckig oder so. Aber das sind eigentlich kleine Hefen und zwar Milliarden davon, die nur darauf warten, dass die Traube so ein kleines Loch bekommt und um sich dann um den Zucker herzumachen und das Ganze alkoholisch zu vergären. Ja, so haben viele Menschen geschafft, die Lebensmittel nachhaltig und über lange Zeiträume haltbar zu machen, wussten aber noch gar nicht so wirklich, was sie sich damit sonst noch alles Gutes tun. Das haben wir dann jetzt in der letzten Zeit, in den letzten paar Jahrzehnten vor allem rausgefunden, was da für Nährstoffe drin sind und alles, was es sonst noch so für Fähigkeiten hat, uns gesundheitlich was Gutes zu tun. Und ganz früher war es auch so, dass die Leute zum Beispiel Skorbut bekommen haben, wenn sie mit einem Schiff irgendwie durch die Gegend gefahren sind, über mehrere Wochen oder Monate und immer nur, ja,
vom Fisch gelebt haben oder was sie halt sonst dabei hatten. Und Skorbut ist eine tödliche Krankheit, die zustande kommt, wenn du kein Vitamin C aufnimmst. Und dann haben die mal angefangen, Sauerkraut mitzunehmen, weil es lässt sich ja auch lange also aufbewahren oder dass es schlecht wird über Monate. Haben dann ein paar Fässer Sauerkraut mitgenommen und komischerweise haben alle Schiffe, die Sauerkraut dabei hatten, da hatte kein Skorbut. Weil einfach Vitamin C aus dem Kohl, also alle Nährstoffe, die in einem Lebensmittel sind, was man fermentiert, sind perfekt konserviert und es entstehen sogar noch mehr davon. Also es ist total abgefahren und viele Menschen haben heutzutage Nährstoffmängel von Nährstoffen, die sich besonders in fermentierten Lebensmitteln finden. Vor allem auch Menschen, die sich zum Beispiel vegan ernähren, haben viele B-Vitaminmangel. Und diese ganzen B-Vitamine findet man halt in Fermenten. Ja, das habe ich neulich noch gehört, dass man auch mit einem bestimmten Bakterienstamm Vitamin B12 sehr gut züchten kann, sozusagen, oder dass die Bakterien das dann herstellen. Dass das eine Idee ist, wie Veganer, die eigentlich B12 supplementieren müssen, vielleicht in Zukunft oder vielleicht auch jetzt schon, wenn man den richtigen Bakterienstamm hat, dann eben so ihre Aufnahme gewährleisten können. Das ist echt ja, eine coole Sache. Du hast gerade Ja, gesagt, Propionibakterien zum Beispiel, ja. ja. Genau. Du hast gerade gesagt, es entstehen sehr viele gute Dinge. Dann werden ja auch viele nicht so gute Dinge abgebaut zu einem großen Teil. Und du hast auch schon gesagt, dass das Ganze gut für den Darm ist. Möchtest du da noch mal näher drauf eingehen, was überhaupt die Vorteile sind? Weil man sagt ja auch immer, dass genügend probiotische Lebensmittel wichtig sind für eine gesunde Darmflora. Ja, also ich denke, es kommt immer darauf an, wie man sich ernährt. Ne? Es gibt auch Leute, die ernähren sich pur Keto oder Carnivore und sind auch super gesund. Die müssen jetzt vielleicht nicht so viele Probiotika zu sich nehmen, außer sie haben irgendwelche chronischen Leiden, wo das sehr gut sein kann. Denen würde ich dann empfehlen, okay, du willst rein animal-based, also tierisch dich ernähren, dann bau Joghurt ein und Rohmilchkäse und Rohkost-Milchkefir, selbstgemachten. Dann nimmst du mega krasse Probiotika auf. Genau, und ansonsten würde ich generell auch jedem empfehlen, der viel pflanzliche Nahrung zu sich nimmt, immer so ein bisschen Fermente zu den Lebensmitteln zu essen. Also zu einer Mahlzeit mit einem Salat irgendwie ein Sauerkraut oder ein Kimchi oder saure Gurken oder andere Fermente, die man sich selber gemacht hat. Und du hast gerade gefragt, was für ja, Gifte zum Beispiel, jetzt habe ich es schon gesagt, also Sachen abgebaut werden, die schädlich für uns sind, also viele Pflanzengifte. Ich bin mir sicher, darüber hat Primal State auch schon viel, viel, viel berichtet. Also die Community, die gerade zuhört, wird sicher wissen, worum es da geht. Also ich kann ja mal ein Beispiel nennen. Eines der so bekanntesten Pflanzengifte, Spitze des Eisbergs, sage ich mal, ist Gluten. Kennen alle. Und es gibt Leute, die haben Zöliakie und reagieren schon auf ein einziges Glutenmolekül im schlimmsten Fall. Mit einer übelsten Reaktion. Und dann der Großteil oder alle Menschen haben eine Glutenintoleranz. Es kommt nur darauf an, wie viel davon wir tatsächlich zu uns nehmen. Aber es gibt Studien, die zeigen, dass jeder Mensch eine Glutenintoleranz hat, wenn die Menge überschritten ist. Wenn man wirklich nur Brot isst mit Gluten, dann gibt es Probleme. Und Gluten wird zum Beispiel komplett durch die Bakterien bei der Sauerteigfermentation abgebaut. Und deswegen konnten auch unsere Vorfahren ohne Probleme ihr Sauerteigbrot jeden Tag essen. Natürlich kommt noch dazu, dass das keine so hochgezüchteten, aggressiven Getreideformen sind, wie wir sie heute haben. Die Getreideformen sind ja so hochgezüchtet, damit sie überleben und nicht angeknabbert werden von irgendwelchen Insekten auf dem Feld oder von Schimmelpilz befallen werden oder Bakterien da dran rumknabbern, sondern die sind so gezüchtet, dass sie massiv viele Pflanzengifte haben, um sich selber zur Wehr setzen zu können über Generationen. Und wir nehmen jetzt halt das Maximum an Pflanzengiften auf, wenn wir diese zu uns nehmen, vor allem diese konventionellen Sorten, die so überhochgezüchtet sind, ne? Aber wer gerne auch mal wieder Getreide essen will und sonst es auch nicht so gut verträgt, dem würde ich raten, hey, probier mal ein echtes fermentiertes Sauerteigbrot. Und da kommt jetzt aber die Krux, man kann jetzt nicht einfach in den Laden gehen und sagen, ja, ich gucke mal hinten drauf, wenn da drauf steht Sauerteig, dann ist das ein Sauerteigbrot, sondern es ist dann oft so, dass einfach es trotzdem mit Hefen gemacht wurde und einfach ein bisschen Sauerteig reingepanscht wurde, zack, zack, ein bisschen umgerührt und sofort gebacken.
Das ist nicht die Idee von echtem Sauerteig. Bei echtem Sauerteigbrot ist es so, dass das Brot Zeit hatte, um zu gehen, ja, und zu gären und die Bakterien ihre Arbeit verrichten konnten, die Pflanzengifte abzubauen, unter anderem halt auch das Gluten. Und das muss dann halt auch bei einer bestimmten Temperatur, so Raumtemperatur oder wärmer auf jeden Fall, noch besser stehen, um diese Arbeit zu verrichten. Die braucht Zeit. Die braucht ein paar Stunden mindestens. Und dann ist aber auch alles gut. Also wenn man in einen guten alten Bäckerladen geht und sagt, hey, habt ihr echtes Sauerteigbrot? Oh ja, wie lang sind denn die Gehzeiten gewesen? Die werden sich freuen, so eine Frage gestellt zu bekommen, wenn die gut sind. Wenn ihr schon so mit den Augen rollt, die an der Kasse steht, dann kann man sich sicher sein, dass es nicht so gute Brote sind. Ja, und der Glutengehalt ist wirklich bei null oder sind da noch ein paar Spuren? Also könnte so jemand, der wirklich eine Glutenunverträglichkeit hat, würde der das vertragen? Leute, die Gluten nicht so gut vertragen, würden kleine Mengen davon vertragen. Leute, die Zöliakie hatten, sollten es trotzdem nicht essen. Also es wird, ich kann jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, dass bei dem speziellen Brot 100% abgebaut wird. Also es kann auch sein, dass nur 70% abgebaut wird. Oder nicht komplett abgebaut wird, aber in eine unschädlichere Form umgewandelt. Das gibt es auch. Es gibt sogar Studien bei der Kimchi-Fermentation. Das ist so ja, so ein super leckeres Kraut von den Koreanern. So, das ist koreanische Sauerkraut, auch mit Chili und Ingwer. Und da ist es so, dass es eine Studie gibt, die zeigt, dass Glyphosat, was auf dem Chinakohl drauf war, den man dann fermentiert hat, abgebaut wurde. Nicht Ach. alles. Aber es wurden Teile davon abgebaut. Also nicht nur Pflanzengifte an sich, die in der Pflanze sind, sondern auch Agrargifte. Bakterien sind in dem Sinne die Herrscher der Welt. Die können alles. Es kommt immer nur darauf an, was für Bakterien das sind. Die waren hier vor allen anderen Lebewesen. Und jedes Lebewesen, Pflanzen, Tiere, Menschen mussten über die Evolution sich mit denen arrangieren, um zu dem werden zu können, was wir heute sind. Und deswegen leben wir auch so eng in Symbiose mit denen. Und schleppen davon so viele mit uns rum, ja, 2 bis 3,5 Kilo, je nachdem, wie groß man ist. Der Darm ist der Ort, wo die größte Biodiversität an verschiedenen Mikroben zusammenkommt, überhaupt auf dem ganzen Planeten, der menschliche Darm vor allem, weil wir auch so eine Geschichte haben, dass wir verschiedene Tiere domestiziert haben, Katzen, Hunde, Rinder, Pferde und so, ne? Deren Mikrobiom ist mit unserem über die Jahre auch ja, Bomben, sage ich mal. Und wir müssen einfach dafür sorgen, dass unsere guten alten Freunde, wie ich sie auch gerne nenne, sich wohlfühlen und wir sie gut füttern und nicht aushungern und nicht quälen mit irgendwelchem Zeug, was sie nicht mögen, sodass sie sich immer wohlfühlen in dem Milieu, in dem sie sich befinden, um ihre Arbeit leisten zu können, die für uns wichtig ist. Jetzt eine kurze Exkursion. Jetzt bin ich auch total spannend. Die sind so wichtig, die Mikroben für uns und dass wir mit denen in Symbiose sind, dass wenn ein Baby jetzt zum Beispiel geboren wird, früher dachte man, bevor das Baby aus der Mutter rauskommt, geboren wird, es ist komplett clean und da ist nichts mit Bakterien. Das stimmt nicht, das wurde mittlerweile widerlegt. So früh besiedeln die uns schon und wenn man dann zum Beispiel nicht durch den Geburtskanal rauskommt, sondern per Kaiserschnitt, dann gibt es Studien, die zeigen, dass da eine ganz klare Korrelation ist zwischen Menschen, die per Kaiserschnitt auf die Welt kamen und dann später sowas wie psychische Probleme haben, Allergien, Autoimmunerkrankungen und so weiter. Dann geht es nochmal einen Step weiter. Hat das Baby dann auch Milch, Muttermilch viel bekommen, weil da sind auch Bakterien drin? Hat das Baby viel Körperkontakt bekommen über die Haut, weil da wird es auch komplett besiedelt? Und wenn man sich die Muttermilch so anschaut, dann sieht man, dass da bestimmte Zuckerarten drin sind, wo Forscher sich zuerst gedacht haben, hä, warum sind die da drin? Hat Mutter Natur da einen Fehler gemacht, weil das Baby hat doch gar nicht die Enzyme, um diese abzubauen? Sehr komisch. Und bis man dann später herausgefunden hat, aha, die Bakterien, mit denen das Baby besiedelt wird, bei der Geburt, im Geburtskanal, wenn kein Kaiserschnitt war, diese Bakterien können diese speziellen Zuckerarten abbauen und produzieren für das Baby daraus B-Vitamine und andere wichtige Mikronährstoffe, die super wichtig sind für die Entwicklung des Babys und vor allem des Hirns des Babys.
Also wir wissen eigentlich relativ wenig über das Mikrobiom. Wir wissen nur, Diversität ist im Grunde gut und dass wir uns so natürlich ernähren wie möglich, um die Bakterien zu füttern, dass sie sich wohlfühlen. Ja, da würde mir jetzt direkt einfallen, so als gesundheitsbewusster Mensch, dann macht es ja auf jeden Fall Sinn, hast du auch gerade selbst gesagt, möglichst viele fermentierte Lebensmittel auch in den Speiseplan einzubauen. Was sind denn so typische oder vielleicht auch nicht so typische Lebensmittel, die man fermentieren kann? Und wie läuft so eine Fermentation ab, wenn man das jetzt selbst zu Hause macht? Ja, also jeder hat schon mal fermentierte Lebensmittel gegessen und jede Kultur der Erde hat über die letzten Jahrtausende sich die eigenen Fermentationstechniken angeeignet. Einer meiner Favorites ist Milchkefir. Den kann man sich auch vegan herstellen mit Kokosmilch, wenn man möchte, oder anderen Milchsorten. Der ist sehr dankbar, der isst alles Mögliche und macht einem trotzdem tolle Probiotika. Ist auch der absolute Superheld, wenn es darum geht, viele probiotische Stämme zu haben. Ich habe hier mal ein paar Knöllchen, die ich mal in die Kamera vielleicht halten kann. Sieht man die? Ja, Sieht ein sehr bisschen cool. aus wie Blumenkohl oder so. Und sind Ja, so oder wie kleine, Knoblauch. ja, sind so kleine, sag mal. Hier ist eine richtig große Knolle. Für die Zuhörer und Zuhörerinnen im Podcast, wir haben das auch auf YouTube, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Ja, sehr krass. Ja, und es ist auch so weich und Und das ist ja. jetzt was für ein Ausgangsstoff gewesen? Der Ausgangsstoff war eine Milchkäfeknolle. Und wenn du Ach so, dann das ist die, fermentierst, okay. dann das ist so eine Polysaccharid-Matrix, in der sich Bakterien und Hefen in einer Symbiose zusammenschließen und vor einfach wohlfühlen und vor Umweltfaktoren schützen wie Kälte, Wärme, Trockenheit, fremden Keimen, die sie sonst infizieren könnten, sage ich mal. Und das war der Ausgangsstoff. Da hat mir mal jemand ein so kleines Knöllchen gegeben und daraus habe ich ein Imperium mit Ferment gebracht. Also die vermehren sich halt, ja. Und mittlerweile haben wir kiloweise davon bei Ferment. Und jedes Mal, wenn du es ansetzt, vermehren die sich ein bisschen. Und du musst einfach, also um die jetzt anzusetzen, ja, müsste ich eigentlich nur ein bisschen Milch oben drauf kippen und dann 24 Stunden warten und dann habe ich einen leckeren, cremigen, probiotischen, dickflüssigen Milchkefir. Super geil, super sättigend, voll mit B-Vitaminen, voll mit Vitamin K2, Vitamin C ist drin, ganz viele Peptide, ganz viele wichtige Aminosäuren. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, boah, ey, mir geht es psychisch gar nicht gut und so, dann ist immer, oder ich bin völlig entzündet in meinem ganzen Körper, dann ist meine Antwort, ey, komm, ich gebe dir ein paar Milchkäfeknollen. Und dann fängst du jetzt mal an, dir Milchkefir zu machen und guck mal, wie es dir dann in 2, 3 Wochen geht, wenn du jeden Tag Milchkefir getrunken hast. Das ist für mich so ein absolut krasses Werkzeug. Ja, die gibt es bei euch Die im Shop, die Knollen. gibt es zum Beispiel bei uns im Shop, genau. Ja. Okay, was sind noch weitere Lebensmittel, die man gut fermentieren kann? Achso, noch eine letzte Sache. Ja. Beim Milchkefir ist es auch so, dass die Laktose abgebaut wird. Ja? Ach. Also Gluten wird bei Getreide abgebaut, Laktose wird hier abgebaut, bei vielen anderen Fermenten wird dann Fructose und Glucose abgebaut. Also immer die Sachen, die nicht gut für uns sind, die fressen dann erstmal die Bakterien, verdauen das Ganze vor für uns, machen es bekömmlich und dann können wir es essen. Sind unsere Vorkoster sozusagen. Man kann natürlich auch, wie ich schon sagte, einfach einen Kohl kleinschnippeln. Mit Salz einmassieren. Man braucht so 2% Salz in Relation zu der Menge Kohl, die man hat. Massiert es ein bisschen, bis es so im eigenen Saft schwimmt. Macht es dann in so ein Gefäß rein, ja, wie hier zum Beispiel. Dann haben wir zum Beispiel in unserem Online-Shop, also ihr könnt auch mal googeln, wir haben ganz viele Rezepte für verschiedene Fermente natürlich auf dem Blog. So, dann kann man hier so ein Glasgewicht nehmen, packt das dann da oben rauf und dadurch, dass dieser Kohl dann im eigenen Saft schwimmt, wird der Kohl runtergedrückt, aber der Saft geht nach oben. Und dann kann das Ganze auch nicht mehr schimmeln, wenn das Ja. Glasgewicht hier oben drauf ist. Und als letztes macht man dann halt so ein, so zum Beispiel, ziemlich praktisch, so ein Ventil oben drauf. Da kann man hier das Datum einstellen, wann man es angesetzt hat, ja, indem man den hier verschiebt. Und hier oben ist so ein Ventil, was dann, wenn in den ersten 3 Tagen vor allem sich viel
Kohlensäure bildet, dass das Ganze nicht platzen kann, sondern einfach die Kohlensäure hier oben ausgelassen werden kann, aber kein Sauerstoff reinkommt. Weil hier drin muss ein Milieu sein, was anaerob ist, also ohne Sauerstoff. Und das ist auch ein Milieu, was wir im Darm haben. Die beiden Milieus werden dann sehr ähnlich, je länger das fermentiert. Und deswegen fühlen die Mikroben, die hier drin sind, sich auch so wohl in unserem Darm. Und da sind auch probiotische Mikroben drin. Ja? Also die Definition von Probiotika ist ein Mikroorganismus, der es schafft, den Weg bis in den Darm zu überleben und nachweislich gesundheitliche Wirkung auf den Körper hat. Ja, ja, weil ich... Okay, ich frage mich nämlich manchmal, wenn man so probiotische Lebensmittel isst oder generell irgendwie Lebensmittel, wo Mikroorganismen dran sind, welche die Magensäure überleben und welche nicht. Heißt das wirklich Probiotika oder probiotische Stämme überleben auf jeden Fall die Magensäure und kommen dann immer bis in den Dünndarm? Nee, Dickdarm. Dickdarm. Dickdarm, ja. Genau. Ja, wenn die probiotisch sind, dann sollten sie das. Dann ist nicht nur die Spezies, sondern auch der spezifische Stamm der Spezies getestet. Da steht dann nicht, steht dann zum Beispiel Lactobacillus, Plantarum und dann der Stamm X347, bla 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 bla. Ja, das ist dann wirklich so ein Stamm, der auch patentiert ist, wo es eine Studie darüber gab, die ein paar Millionen gekostet hat. Und wo dann Danone zum Beispiel sagt, das ist jetzt unser Stamm und wir können nachweisen, der ist probiotisch, der kommt auch im Darm an und hat eine gesundheitliche positive Wirkung. Zum Beispiel, ja. Bei vielen Sachen steht sowas drauf, wo dann aber fraglich ist, okay, kommt es trotzdem irgendwie im Darm an? Vor allem in der Menge, in der man es dann zu sich nimmt. Da würde ich dann schon gucken, dass ich das von Firmen mir hole, wenn ich mal mir pure Probiotika holen will oder so, in der Apotheke, die wirklich groß sind und ja, sich sowas nicht erlauben können, dass sie da Bullshit verkaufen, weil da gibt es viel Bullshit auch draußen auf dem Markt und jede Firma kommt jetzt irgendwie mit irgendwas Probiotischem auf den Markt. Da ist viel Stuff dabei, der leider nicht so ist. Der Witz ist, Fermentation ist relativ wild. Ja? Also es ist nicht so, dass wenn ich jetzt nach exakt dem gleichen Rezept mit exakt den gleichen Zutaten, bei der gleichen Temperatur und so, wenn ich den Sauerkraut und Milchkefir und Kombucha und andere Sachen ansetze, ist trotzdem am Ende die Flora und das Mikrobiom, was rauskommt, ja, also die Zusammensetzung der verschiedenen Mikroben in diesem Ferment immer unterschiedlich, mit einer gewissen Abweichung. Ja? Also 10-20% Abweichung, mal ganz grob gesagt, weil es so wild ist. Mhm. Aber auch weil, während ich das zu Hause dann ansetze, Mikroben aus der Luft kommen, Mikroben auf meiner Haut sind, in meiner Lunge, während ich atme und das Ganze zubereite zum Beispiel. Ja? Also das ist immer ein bisschen verschieden, aber das ist auch gut, weil die Diversität ist das, was uns, oder von dem, was wir wissen, was das Wichtige ist, um einen gesunden Darm zu haben. Also die Menschen, die besonders gesund sind und Völker, die noch ursprünglich leben, haben eine sehr hohe Diversität, während wir Menschen hier in der westlichen Welt und vor allem die Amerikaner ein sehr komprimiertes Mikrobiom haben. Mhm. Aber in allen Fermenten, die ich gerade aufgezählt habe, also vor allem Milchkefir, Joghurt, was habe ich noch gesagt, alle möglichen Gemüse, die du ansetzt zum Fermentieren, dann sogar auch sowas wie Wasserkefir, sind Probiotika drin, auch in Rohmilchkäse, witzigerweise. Also es ist vielleicht nicht exakt der gleiche Stamm, aber es ist auf jeden Fall diese Spezies. Mhm. Und dann gibt es so Sachen wie Kombucha, wo es echt drauf ankommt, ob da Probiotika drin sind. Also das sind dann halt nicht die Bakterien, die probiotischen sind, sondern eher die Hefen. Mhm. Und es kommt halt darauf an, wie der zubereitet ist, ob dann da diese noch drin sind. Ja? Witzigerweise ist es jetzt aber auch gar nicht so ultra relevant, ob das genau dieser Stamm ist, der probiotische ist, weil, wie gesagt, wir wissen noch relativ wenig darüber. Wir wissen aber, dass selbst wenn wir Mikroben aufnehmen, die dann auf dem Weg dahin vielleicht sterben oder wo nur wenige überleben, können diese
Organellen, Zellorganellen und Bestandteile von diesen toten Mikroben immer noch unseren lebendigen Mikroben im Darm helfen. Mhm. Weil Bakterien haben die Eigenschaft, das ist total krass, die können untereinander DNA tauschen, so wie Werkzeuge. Ach. Der eine sagt, ey, ich habe hier zu knabbern an irgendwie so einem Gemüse, da habe ich jetzt nicht die richtigen Enzyme für und so, kannst du mir mal was von der DNA rübergeben? Und danke, ich baue die mal kurz ein, zack, und dann knabber ich das. Ah, und jetzt kann ich dem Wirt, in dem ich lebe, kann ich jetzt B-Vitamine herstellen, weißt du? Ja. Also das ist schon ziemlich cool und es geht einfach darum, dass man trotzdem eine große Anzahl über Fermente am besten, meiner Meinung nach, zu sich nimmt, weil selbst wenn ein Teil davon nicht lebendig ankommt, hat es einen positiven Effekt. Mhm. Du hast jetzt gerade Kombucha gesagt, das ist ja jetzt auch irgendwie so ein neues Kultgetränk, habe ich das Gefühl, sehr populär. Es gibt auch mittlerweile, ich glaube, ihr wart die Ersten auf dem deutschen Markt, die das wirklich so ja, rausgebracht haben. Bioqualität und Rohkostqualität, genau, ja. Ich habe auch jetzt schon ja, öfters gesehen, dass es Kombucha auch in diversen Drogeriemärkten oder so gibt, dann aber pasteurisiert, würdest du sagen? Also da sind dann ja klar die Bakterien tot, weil das Ganze erhitzt wurde. Hat das trotzdem noch irgendwelche Vorteile dann oder kann ich dann auch eine Fanta trinken? Ich denke, es ist immer noch ein bisschen besser als eine Fanta, weil es weniger süß vielleicht ist und ein paar organische Säuren vielleicht noch drin sind. Aber generell ist so meiner Meinung nach die Idee von Kombucha verfehlt, wenn das Ganze nicht in Rohkostqualität ist, weil da entstehen halt lebendige Mikroben, da entstehen ganz viele B-Vitamine, Vitamin C und ganz viele tolle organische Säuren, die für den Körper gut sind, die auch basisch verstoffwechselt werden, obwohl es Säuren sind. Weil halt auch so viele Mineralien im Kombucha drin sind, die das ausbalancen, unter anderem. Und ja, also wenn du es pasteurisierst, dann machst du diese Bestandteile kaputt. Und dann ist es meiner Meinung nach verfehlt und hat nicht mehr den Wert, den es haben sollte und kann. Deswegen, wenn ich Kombucha trinke, trinke ich wirklich nur Rohkost-Kombucha. Ja. Auf Bioqualität und ich mag den auch gerne sauer. Wenn ich Cocktails trinke oder so, dann liebe ich es, Kombucha-Cocktails zu trinken, weil erstens balanced ist den Blutzuckerspiegel, dass du nicht diesen mega Heißhunger bekommst, den du sonst nach Alkohol bekommst und nicht so eine krasse Insulinantwort hervorruft, was ja auch entzündlich ist für den Körper. Und in Kombucha speziell sind sehr viele organische Säuren. Das ist eine Essigsäure-Fermentation. Deswegen schmeckt es so ein bisschen wie Balsamico auf einem frischen Salat. Mhm. Und bei dieser Essigsäure-Fermentation entstehen Säuren, die helfen, Gifte in der Leber, die fettlöslich sind, wasserlöslich zu machen. Und diese können dann ausgepinkelt werden. Also es hilft uns auch noch, die Leber zu entgiften. Es hat die ganzen B-Vitamine und Vitamin C, was uns hilft, dass der Kater am nächsten Tag nicht so schlimm ist. Krass, kannst du da mal so ein Cocktailrezept raushauen? Mischst du da einfach Kombucha mit Wodka oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, zum Beispiel irgendein Kombucha, der ein bisschen Geschmack hat mit Wodka. Sehr witzig. Oder einen normalen Basic-Kombucha aus Grün- oder Schwarztee einfach mit Gin. Oder man kann es natürlich auch mehr sophisticated machen, besonders wenn man irgendwie noch ein paar gefrorene Beeren mit reinmacht oder Früchte. Wir machen auch teilweise, wenn wir so Ferment-Partys machen, machen wir auch einen Milchkäfer-Kombucha. Ja, es gibt ja so Mango Madness, ist so ein Cocktail, den man mit Buttermilch macht. Wir machen den dann einfach mit unserem selbstgemachten Milchkäfer, das ist super geil. Da machen wir Milchkefir, Kombucha, was machen wir noch rein? Rum, Havanna-Rum und ein bisschen Zitronensaft. Und jedes Mal, wenn ich das getrunken habe, ich hatte keinen Kater. Und was man ja auch macht, ist, wenn man viel Alkohol trinkt, macht man sich automatisch das Mikrobiom kaputt. Das ist automatisch immer schlecht fürs Mikrobiom, der Alkohol. Wenn du es aber natürlich mischst mit Fermenten direkt und diese auch zu dir nimmst. Das ist wie wenn du eine Antibiotikatherapie machst, machst du ja mit dem Alkohol in dem Sinne. Und aber lebendige Fermente zu dir nimmst, ist es meiner Meinung nach nicht so problematisch. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung, dazu gibt es keine Studien. Aber ja.
Wobei es natürlich sein kann, dass da auch einige absterben, wenn die schon im Glas mit Fall. Alkohol gemischt werden. Aber man hat dann ja trotzdem noch die ganzen ja, anderen guten Fettsäuren und Ja. all die anderen guten Stoffe. Ja, Genau, die krass. hat man alle noch drin und es gibt auch einige, die überleben trotzdem den Alkoholgehalt. Ja, klingt auf jeden Fall deutlich gesünder als jetzt irgendwie so ein Rum-Cola oder so. Probiere ich auf jeden Fall auch mal aus. Ja, mach das mal gerne. Auf jeden Fall. Kombucha ist jetzt noch ein gutes Stichwort. Kannst du da einmal erklären, wenn man sich das jetzt, also ich würde sagen, wenn man sich das kaufen will, dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass es eben roh ist. Und wenn man das jetzt aber selbst zu Hause machen will, das ist ja oft so, gerade wenn man das dauerhaft trinken möchte, dann die kostengünstigere Variante, worauf es ankommt, worauf man achten sollte bei der Zubereitung und was vielleicht auch irgendwie typische Fehler sind. Genau, also du sagst schon richtig, darauf achten, dass es Rohkostqualität ist, dass sowas draufsteht wie nicht pasteurisiert, nicht erhitzt, so lebendig. Selbst die im Kühlregal im Bioladen sind teilweise nicht echte Rohkost-Kombuchas, ja? Also bitte darauf achten, was für einen ihr kauft. Bei uns könnt ihr euch sicher sein, bei Ferment ist es immer raw. Genau, und man kann sich das auch einfach super günstig zu Hause herstellen. Alles, was man dazu braucht, ist eine Kombucha-Kultur, die kann ich dann mal eben zeigen. Hier, das ist ein sogenannter Teepilz. Das ist eine Zellulose-Struktur, wo auch Bakterien und Hefen in Symbiose drin leben und sich auch schützen vor Umwelteinflüssen. Dann ist da diese Flüssigkeit, in der das schwimmt. Das ist eigentlich ein sehr saurer Kombucha. Das ist die Ansatzflüssigkeit. Und wenn man diesen Lebewesen jetzt ein Nährmedium gibt, was wovon es futtern und leben kann, dann wie zum Beispiel grünen oder schwarzen süßen Tee, der natürlich nicht heiß sein darf, ja, sondern abkühlen, das dann rein, einmal umrühren und an der Luft atmen lassen, irgendwie mit einem Tuch bedecken reicht schon, dass kein Ungeziefer reinkommt, dann verwandelt dieses Lebewesen für dich innerhalb der nächsten 7 bis 10 Tage diesen süßen Tee zu einem prickelnden, weniger süßen, leicht säuerlichen, lebendigen Kombucha. Süßer Oder Tee nicht? heißt, da ist Zucker auch drin von Anfang an, ne? Und das wird dann umgewandelt. Ich höre nämlich auch oft, da haben wir die Frage auch schon von der Community bekommen, dass Leute, die sich sehr zuckerarm ernähren wollen, so ein bisschen Angst haben, wenn die sich den Kombucha selbst zubereiten. Dann wissen die nicht so genau, nach wie vielen Tagen der fertig ist. Wenn der jetzt extrem sauer ist, klar, dann ist kein Zucker mehr drin. Aber gibt es irgendwie eine Faustregel, nach wie vielen Tagen wirklich der Zuckergehalt sehr gering ist und es trotzdem noch gut schmeckt? Ja, auch ganz wichtige, tolle Frage. Danke, dass du darauf eingehen kannst. Wenn man das vergleicht, sagen wir, du hast eine Limonade, die hat 5 Gramm Zucker und ein Kombucha, der hat 5 Gramm Zucker. Der Kombucha mit 5 Gramm Zucker ist deutlich weniger schädlich vom Zucker her als die Limonade, weil du beim Kombucha noch diese organischen Säuren dabei hast, die den Blutzuckerspiegel regulieren. Das Problem ist ja immer, dass es unseren Insulin hochschießt. Das eine Entzündungsreaktion für den Körper bedeutet und so eine Kettenreaktion auch hat, wie dass wir wieder Heißhunger kriegen und Parasiten füttert und was weiß ich. Ne? Und das Tolle sind halt die organischen Säuren, die den Blutzuckerspiegel balancen. Plus, wenn du Zucker verstoffwechseln musst mit deinem Körper, baut dein Körper automatisch immer B-Vitamine, Vitamin C und die gewisse Mineralien ab. Die klaut der Zucker deinem Körper. Naja, Kombucha kommt ja mit all diesen Mikronährstoffen in den Körper rein als komplexes, ganzes Lebensmittel und liefert die dann auch im gleichen Moment. Deswegen ist der Zucker in einem Kombucha deutlich, deutlich weniger problematisch als jetzt in einer zusammengemischten Limonade. Und du kannst also als Faustregel, ja, es kommt immer auf die Temperatur an, aber ich sage mal so, im Sommer nach 7 Tagen mit so einer Rezeptur von unserem Blog, wo du am Anfang vielleicht 60, 70 Gramm Zucker pro Liter drin hast, ist nach 7 Tagen das Ding eigentlich gut. Und wenn du dir unsicher bist, lass es noch einen Tag länger stehen. Und je länger der auch im Kühlschrank dann steht, dass er halt so bleibt, ne, du kannst ihn ja dann abfüllen in Flaschen, in den Kühlschrank packen und dann bleibt der vom Geschmack so. Aber er bleibt nicht auch immer so. Er verändert sich trotzdem immer noch und wird immer komplexer vom Geschmack, so wie ein guter Wein. Und auch immer weniger süß und mehr Säuren entstehen. Was gut ist, wird immer gesünder. Und das Tolle ist, Kombucha kann auch nie schlecht werden. Kann nie irgendwie schimmeln, weil es ist ja eine Essigfermentation. Und in dem Moment, wo der fertig ist, ist es schon so sauer, dieses Milieu,
dass da kein Schimmel oder sowas drin vorkommen kann. Du könntest theoretisch mit einem Kombucha, den du gefüllt hast, der noch relativ süß war, 2 Jahre später aus dem Kühlschrank rausholen. Das heißt, dann hast du Kombucha-Essig und dann kannst du es über einen Salat machen oder kannst damit Flächen reinigen oder sowas. Ja. Oder Sachen desinfizieren. Ja, mega cool. Dann frage ich mich, warum es überhaupt Firmen gibt, die ihren Kombucha pasteurisieren, weil das macht ja kaum Sinn. Und ich glaube sogar tatsächlich, dass viele Leute, die in den Biomarkt gehen und sich da dann eine Flasche Kombucha kaufen, denken, dass es jetzt roh ist. Das hatte ich auch neulich und habe dann hinten wirklich gesehen, stand, glaube ich, drauf, pasteurisiertes Produkt. Weißt du, warum die das machen? Ja, das macht total Sinn. Und zwar nicht im Gesundheitssinne, aber es macht Sinn von der Skalierung her und dass du das Produkt leichter verkaufen kannst, weil es hat ja nie jemand, der angefangen hat, Kombucha zu machen, geschworen, unsere Mission ist es, hier ein gesundes Produkt herzustellen. Also außer uns vielleicht und den anderen, die echten Raw-Kombucha machen, ja. Aber die Alten, die schon seit 25 Jahren oder so Kombucha machen, da gab es mal Fälle, wo vor 20, 25 Jahren der Kombucha geplatzt ist im Regal, die Flasche. Oder im Auto. Und dann wurde jemand verklagt. Und was hier, mein Kombucha ist geplatzt. So, und da hat halt keiner drauf Lust gehabt von denen. Ja. Und dann haben sie gesagt, alles klar, dann pasteurisieren wir jetzt. Mhm. Ne? Und dann können wir es auch leichter transportieren. Die Logistik ist einfacher. Wir können es leichter lagern. Es kann überall im Laden stehen. Selbst Läden, die keinen Kühlschrank haben, können es haben. Mhm. Und tada, super easy. Deswegen, ja, für uns ist es super schwer, natürlich zu wachsen und in jedem Laden drin zu stehen, weil diese Gegebenheiten da sein müssen und auch die Lieferung teurer ist, die Aufbewahrung. In einem Späti ist es schwer, weil der Späti kann nur so viel Kombucha holen, wie er Platz im Kühlschrank hat. Ja, das heißt, die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden, sozusagen, zumindest für mehrere Tage, Wochen, weil das dann munter weiter fermentiert. Ja, also es kann schon unterbrochen werden, vor allem bei unserem Produkt, was sehr technologisch stabil ist, aber das ist jetzt, wenn wir das dann ungekühlt anliefern würden, dann ist es automatisch so, dass es auch ungekühlt irgendwo stehen würde. Ja. Bei dem Händler, weißt du? Die können es dann nicht differenzieren. Also, kommt hier an, wird hier angeliefert, nicht bei der Kühlung, also ne, da kannst du auch nicht mit denen irgendwie reden und sagen, ja, und dann muss es dann aber in die Kühlung. Nee, das klappt nicht. Und wenn dann doch mal irgendwas schieflaufen sollte, dass jemand seinen Kombucha 4 Wochen lang neben die Heizung stellt, volle Pulle aufgedreht und der übersprudelt oder so, dann sind wir am Ende die Dummen. Ja. Ne? Wir können dann sagen, ja, ihr habt es ja nicht gekühlt angeliefert. Und ja, ein bisschen kompliziertes Thema. Schade, dass das so schwierig ist. Aber vielleicht wird da ja das Bewusstsein noch größer und dann wird es auch in Zukunft leichter. Lass uns noch mal vom Kombucha einmal noch zu eurem Shop. Da habe ich gesehen, da gibt es auch irgendwie so ein Starter-Kit für veganen Käse. Das finde ich ja sehr spannend. Kannst du einmal erklären, was es damit auf sich hat, woraus der gemacht wird? Ja, die Basis davon, also das steht auch da oben. Ja. So. Ja. Genau, und da sind einfach Käsekulturen drin, aber vegane Käsekulturen, die auf einem veganen Medium gezüchtet wurden. Und die sind in der Lage, Nährstoffe zu fermentieren, sodass es dann eine käseähnliche Konsistenz hat, wie zum Beispiel Mandeln oder Cashews oder andere Nüsse. Ja? Und wir haben es kein Käse genannt, weil du darfst es dann nicht Käse nennen. Ja. Haben uns dann Spaß draus gemacht und es kein Käse genannt. Total viele Leute, die vegan sind und Lust auf Käse haben, fahren total darauf ab. Also ist voll eingeschlagen, ist ganz neu, das Produkt. Cool. Funktioniert fantastisch, super einfache Anleitung, alles an Equipment dabei, Käsetücher, Käsekäfige zum Abtrocknen und alles Mögliche. Ja, sehr cool. Ja, ich glaube, das waren schon sehr, sehr schöne Insights. Wir verlinken auf jeden Fall auch euren Shop in den Shownotes. Da können sich ja auch Interessierte dann, glaube ich, auch auf eurer Seite, wie du schon gesagt hast, auch irgendwie Rezepte und Anleitungen anschauen. Und gibt es sonst noch irgendwie, weiß ich nicht, Kanäle, über die man euch erreicht? Oder ist das so der Hauptkanal? Also gerne auf YouTube einfach gucken. Da haben wir super viel Infos. Wir nennen uns selber auch Educational Business, weil wir erstmal den Leuten alles beibringen. Und dann sind die meistens hooked und haben Lust, das mal zu starten.
Dann auch gerne auf Instagram oder Facebook. Wir haben auch ein Newsletter, wo ständig neue Updates, Rezepte und Angebote kommen. Und wir veranstalten den Fermentationskongress, www.fermentationskongress.de, wo wir die Weltexperten auch interviewen zum Thema Fermentation und Workshops machen und darüber sprechen, über gesundheitliche Vorteile, verschiedene Techniken, verschiedene Fermente, die Geschichte davon und so weiter. Da gerne auch mal vorbeischauen. Und natürlich www.ferment.de, Fair wie Fairtrade. Ja, cool, verlinken wir auf jeden Fall. Ja, dann vielen, vielen Dank. Das waren richtig tolle Insights und auch nochmal die Info an die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr auch gerne bei YouTube mal reinschauen könnt, weil man da dann die Sachen auch sieht. Und ja, danke Paul, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich würde sagen, wir hören bestimmt bald nochmal voneinander. Ja, danke dir, Nicole. Hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht zuzuschauen.